Mein Bullet Journal ist ein Geschenk vom Himmel. Es hilft mir, einen Überblick über meine Termine zu kriegen, mein katastrophales Zeitmanagement ein bisschen im Rahmen zu halten und ich kann alles reinschreiben, was mir gerade so durch den Kopf geht. Wenn ihr auch manchmal das Gefühl habt, dass ihr zu viel Chaos im Kopf und zu wenig Organisation in eurem Leben habt, dann ist das Bullet Journal vielleicht auch was für euch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenhungerfolge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin eine ziemliche Chaotin und bin das auch schon immer gewesen. Ich habe jede Menge Ideen und große Pläne, aber die Umsetzung ist dann eine ganz andere Sache und das dauert meistens Ewigkeiten. Wenn ihr euch also fragt, wo ist eigentlich diese Vitamin B12 PDF, von der Sarah letztes Jahr erzählt hat, ich arbeite dran. Ich habe schon 1000 Sachen ausprobiert, ein klassisches Kalenderbuch, den Google-Kalender, Trello-Boards, To-Do-Listen, alles funktioniert immer für eine Weile oder ein bisschen, aber nie hat so richtig irgendwas hundertprozentig funktioniert. Das Bullet Journal nutze ich jetzt seit 2 Wochen und ich bin so unglaublich begeistert, dass ich euch unbedingt davon erzählen wollte, weil es wirklich eine ganz tolle Lösung für ganz viele von diesen Problemen ist, dass man sagt, man hat ganz viele Orte und Sachen und Ideen und es ist irgendwie nie organisiert und im Bullet Journal hat man endlich einen Platz für das ganze Chaos. Aber was genau ist eigentlich ein Bullet Journal? Das Bullet Journal ist, wie hätte es auch anders sein sollen, eine amerikanische Erfindung und Bullet steht für Bullet Point, also Stichpunkt, also quasi ein Stichpunkt-Tag. Tagebuch, grob übersetzt. Die Idee dahinter ist, dass man einen Planer hat, den man individuell anpassen kann und der so wenig Zeit wie möglich verschlingt. Im Idealfall setzt man sich morgens 5 Minuten dran und abends 5 Minuten dran und das war's. Es gibt jede Menge Vorteile. Zum einen ist es komplett individuell anpassbar. Es gibt einen groben Plan, an den kann man sich halten. Es gibt eine Jahresübersicht, eine Monatsübersicht und Wochenübersichten, wenn man möchte, auch noch eine Tagesübersicht. Man kriegt eine super Übersicht, sei es über langfristige Ziele oder was man an jedem Tag einzeln machen kann. Das kann man ganz, ganz toll da aufschreiben und visualisieren. Man kann ganz viele unterschiedliche Sachen tracken. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel auf, an welchen Tagen ich Sport gemacht habe, wie meine Laune war, wann ich meditiert habe, wann ich was für Pflanzenhunger gemacht habe. Und auch das kann man ganz individuell machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder ich möchte Überblick über meine Finanzen haben oder ich möchte mit dem Joggen anfangen. All das kann man wunderbar im Bullet Journal aufschreiben, organisieren und einen Überblick darüber behalten. Ich erzähle euch kurz, wie der Aufbau in einem Bullet Journal ist und zeige euch ganz schöne Fotos von kreativen Menschen, die das so gemacht haben. Los geht's mit einem Index, das heißt ein Inhaltsverzeichnis. Das ist ganz essentiell, weil da kann man ganz genau aufschreiben, was auf welcher Seite sich befindet. Und deswegen kann man auch total individuell alles umbauen, wie man möchte, weil man kann es ja dann im Inhaltsverzeichnis wiederfinden. Dann gibt es einen Schlüssel oder einen Key. Da kann man sich aufschreiben, was für Abkürzungen man im Bullet Journal nutzt. Zum Beispiel Termin, Aufgabe, erledigt, verschoben und so weiter. Und dann ist es aufgeteilt in eine Jahresübersicht, eine Monatsübersicht und eine Wochenübersicht. Aber was auch noch wirklich ein essentieller Teil ist, sind diese Listen. Was auch immer man tracken möchte, kann man tracken. Es gibt auch Leute, die machen zum Beispiel so eine Haushaltsübersicht. Wann habe ich das letzte Mal die Bettwäsche gewechselt oder sonst irgendwas? Das kann man wirklich so bauen, was man gerade braucht, was man möchte, was für Bedürfnisse man hat. Wenn ihr das Bullet Journal auch mal ausprobieren wollt, habe ich direkt ein paar Anfänger-Einsteiger-Tipps für euch. Tipp Nummer 1, lest euch erstmal ein. Die Seite bulletjournal.com ist von dem Erfinder und hat ganz, ganz, ganz viele tolle Tipps. Aber es gibt auch auf Deutsch und auch auf YouTube, Instagram, Pinterest, Reddit jede Menge Inspiration und Informationen. Die spannendsten Links packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Deswegen Tipp Nummer 2, lasst euch nicht davon einschüchtern, dass es da draußen wunderschöne, unglaublich aufwendige Bullet Journals gibt. Es gibt auch total minimalistische und es geht nicht darum, dass das Ding besonders toll aussieht, außer ihr habt Spaß daran, dass es besonders toll aussieht. Aber es ist eigentlich ein Organisationstool und wenn ihr das Ding minimalistisch oder meinetwegen wie meins einfach auch hässlich aussehen lassen wollt, dann ist das eben so. Hauptsache, es hilft euch beim Organisieren. Tipp Nummer 3, lasst euch nicht erzählen, dass ihr jede Menge Zubehör dafür braucht. Ich habe angefangen mit einem kleinen Büchlein. Und ich musste, weil ich das auf den ersten Seiten schon vollgeschrieben habe, quasi umdrehen und habe auf der anderen Seite angefangen. Ich bin nämlich immer mega euphorisch, wenn ich neue Projekte habe und nach 3 Tagen habe ich dann wieder aufgehört. Deswegen habe ich gesagt, okay Sarah, nimm jetzt erstmal dieses Buch, was du sowieso zu Hause liegen hast, kauf jetzt nicht irgendwelchen neuen tollen Bling-Bling-Scheiß, sondern nimm erstmal das und fang erstmal damit an. Und genau das ist quasi der Deal, den ich mit mir selber gemacht habe, wenn ich dieses sehr dünne Buch jetzt quasi einmal vollgeschrieben habe, dann darf ich mir einen ordentlichen Planer kaufen. Bin ich eigentlich die Einzige, die mit sich selbst verhandelt, als wäre sie eine trotzige 3-Jährige? Ich hoffe nicht.
Meine Tipps also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Informiert euch, wie das Grundgerüst aussieht. Lasst euch nicht davon überwältigen, wie wunderschön das ganze Zeug im Internet aussieht. Es geht wirklich auch minimalistisch und fangt klein an. Wie gesagt, ich bin ganz verliebt in das Bullet Journal. Wenn ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, bitte, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Oder auch, wenn ihr andere Organisationstools habt, die ihr gerne nutzt. Vielleicht seid ihr auch mehr so der Online-Typ und nutzt auch gerne den Google Kalender oder Trello oder sowas. Schreibt es mir gerne hin. Ich bin ganz gespannt auf die Diskussion mit euch. Lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert Pflanzenhunger hier auf diesem Button, der hier irgendwo erscheinen wird. Und wenn ihr Lust habt, Pflanzenhunger zu unterstützen, freue ich mich, wenn ihr mir einen Kaffee über PayPal ausgibt. Ihr Lieben, wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut, habt eine großartige Woche und füttert euren Pflanzenhunger.